Von hier aus geht man über die Treppen am Brunnen hinunter zur Cordesallee, in die man nach links einbiegt. Nach dem Margaretenbrunnen mit seinem hohen schmiedeeisernen Aufbau nimmt man den dritten Weg nach links. Hier liegen auf der rechten Seite in tiefen Nischen versteckt große Familiengräber, darunter zum Beispiel das schöne Jugendstilgrabmal der Familie Diering. Schon von fern sieht man danach die Figurengruppe auf der Grabstätte Cohen. Das Hauptgrabmal, ein schlichter weißer Obelisk, steht etwas versteckt im Hintergrund der Grabstätte. Der Künstler Fritz Behn aus Berlin schuf 1901 das Kinderbild des nackten Knaben, der in Nachsinnen versunken auf einem Felsen sitzt. In seiner lebensechten Gestaltung erinnert er an hellenistische Vorbilder wie zum Beispiel den berühmten Dornauszieher. Von Hugo Lederer, dem Bildhauer der Bismarck-Statue im Hamburger Hafen, stammt die etwas spätere Figurengruppe, die den Mittelpunkt der Anlage bildet. Eine hünenhafte Frau tritt als erhabenes Schicksal von hinten an einen Mann, der durch seine halbe Nacktheit schon dem täglichen Leben enthoben ist. Sie legt ihm, der in der Blüte seiner Jahre steht, eine Hand auf die Schulter, während sie seinen Arm mit der anderen nach hinten zieht. Er greift sich erschrocken zum Herzen. Sein Blick aber ist gleich dem des hinter ihm stehenden Todes in die Ferne gerichtet. Lederer hat den Gedanken an den Tod, der jedem zu jeder Zeit über die Schulter blickt, in ungewohnt unverhüllter Weise Ausdruck gegeben und stellt damit den vielen lieblich trauernden Frauengestalten, die zu seiner Zeit als Grabmalplastiken aufgestellt wurden, seine persönliche, diametral entgegengesetzte Auffassung vom Lebensende gegenüber. Man folgt dem Weg, biegt mit ihm nach rechts ab und überquert die Ringstraße. Hinter dem runden Grabfeld mit niedrigen Urnengrabmalen biegt man beim ersten Weg nach rechts in das Grabfeld ein, in dem große Familiengräber in Nischen versteckt liegen. In der zweiten Wegreihe, auf der linken Seite, liegt die Grabstätte Weißleder mit einem der wenigen Backsteingrabmälern des Friedhofes, das aus dem Jahr 1921 stammt. Der Bildhauer Richard Kohl schuf das expressionistische Kruzifix. Ein zeitgenössisches Detail bilden die angedeuteten Pilaster, an deren Kapitellen Eichenlaub und eisernes Kreuz zu erkennen sind. Es lohnt sich, dieses Grabfeld ein wenig zu durchstreifen, bevor man den Weg zur Cordesallee fortsetzt, denn hier stehen weitere interessante Grabmäler. In die Cordesallee biegt man nach links ein und überquert mit ihr die Waldstraße. Direkt auf der Ecke befindet sich das Grabmal Wedels, das mit Hilfe von Spenden durch den Förderkreis restauriert worden ist. Vor ihrer breiten Rückwand lagert eine Frauenfigur auf niedrigem Sockel. So wie bei alten Brunnen oft der Flussgott durch ein Gefäß, aus dem das belebende Nass fließt, gekennzeichnet ist, so hält sie einen Tonkrug im Arm, aus dem versteinertes Wasser rinnt. Aus mir fließt alles, kehrt zu mir zurück, so Tod wie Leben, Menschenleid und Glück, steht auf dem Sockel zu lesen. Damit wird die Gestalt zu einer Allegorie der Natur, der großen Mutter, in deren jahreszeitlichen Wechsel der Lebenszyklus des Menschen symbolisiert wird. Die beiden Seiten der Rückwand sind mit expressionistischen Reliefs ausgeschmückt. Vor großen, urtümlichen Blattformen erscheint der tätige Mensch. Im Gegensatz zu der großen Frauengestalt sind hier nur Männer dargestellt. Die Bilder lesen sich wie die Reliefs mittelalterlicher Kirchentüren. Auf der linken Seite erscheint jeweils ein Mann beim Mauern, beim Steinetragen sowie einer, der auf einem Bücherstapel sitzt und liest. Rechts sitzt ein Mann auf einer antiken Büste und schreibt, ein weiterer ist bei der Jagd dargestellt, der dritte steht am Steuerruder. Der Berliner Bildhauer Walter Schmarje hat dieses Grabmal 1919 für die Kaufmannsfamilie Wedels entworfen. Schmarje stammte aus Hamburg und hat in Ohlsdorf auch das Grabmal für seinen Vater entworfen, der Lehrer war. Falls es Sie interessiert, das Grab liegt im Planquadrat H10 mit der Nummer 229 bis 30.